Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag und damit Zeit für die nächste Bastelidee. Heute möchte ich euch diese DIN-Lang-Karte zeigen, die wirklich einfach zu machen ist, die man aber auch noch super abwandeln und weiterentwickeln kann. Ich habe auch noch weitere Ideen am Ende des Videos mit diesen Schmetterlingen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich die Karte gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Wir brauchen an Material. Maße findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ein Stück für unsere Grundkarte. Die DIN-Langkarten bei uns in Deutschland sind ja 21 x 10,5. Dann habe ich ein Stück Motivpapier, wo noch der Kleber dran hängt. Das ist aus dem Set Lovely Backgrounds vom Action bzw. Von Craft Sensations. Den habe ich ja jetzt doch öfter dabei und man guckt zu Anfang immer nur auf die Alkoholhintergründe. Aber ich finde diese Basics, also die Streifen, die Punkte, die Herzchen und so, sind super, weil wir brauchen häufig mal was, was eben nicht so knallig ist, weil unser Vordergrund oder unsere Motive im Vordergrund stehen sollen. Und da ist so ein Block immer richtig gut. Dann brauchen wir noch weißen Cardstock. Ich habe mir den Aufleger schon mal zurechtgestanzt. Wir stanzen aber auch noch gemeinsam. Und der ist hier aus den neuen Slimline-Stanzen. Es gibt da ja, ich drehe das mal um, 8 Stück. Ja, Leute, und was soll ich euch sagen? 7 davon habe ich mitgenommen. Ich bin dem auch, ja, wie soll ich sagen? Ich konnte nicht Nein sagen. Es sind wirklich tolle Hintergründe und Stanzen, die man nicht nur für Slimline-Karten, sondern auch für normale A6-Karten oder auch für A5-Karten verwenden kann. Und gerade dieses Set hier, wenn ihr seht, ja, ihr habt die 2 Slimline-Karten Aufleger, aber ihr habt hier super Etiketten in super Größen für Sprüche, egal für welche Kartengröße. Das finde ich wirklich top, dass es nicht nur Stanzen sind, um eben diese den Lang- oder Slimline-Karten zu machen, weil Slimline-Karten haben eigentlich kein Format von 10,5 x 21. Das ist eher auf die Lang-Karten bei uns angepasst. Aber ich finde es toll, dass da auch Stanzen dabei sind, die man außerhalb davon benutzen kann. Wie gesagt, ich habe auch noch Sachen von vor 3 oder 4 Wochen, die ich gekauft habe. Aber ihr wisst, ich möchte euch dann auch gleich Ideen dazu zeigen. Und das schaffe ich gerade einfach nicht. Also geduldet euch da noch. Ich hoffe, ich schaffe es einfach bald. Und an Papier brauchen wir dann noch verschiedene Vellumfarben. Ich habe mich jetzt hier für Orange, Rot, Grün und Blau entschieden. Und die habe ich, wie soll es anders sein, aus den Vellum-Blöcken von DecoTime, beziehungsweise die kriegt man ja auch beim Action. Und da sind ganz viele unterschiedliche Farben dabei. Ihr werdet nachher bei den anderen Beispielen sehen, ich habe auch noch andere Farben verwendet. Also schaut da einfach mal. Wenn ihr, ich habe auch noch hier den Meeresblock genommen. Die 2 habe ich mir ja geholt und die benutze ich jetzt wirklich, wirklich viel. Wenn ihr kein Vellum in solchen Farben habt, könnt ihr euch auch eure Alkoholmarker nehmen und euer Transparentpapier oder klares Vellum von hinten mit Alkoholmarkern anmalen. Geht genauso. Sieht zwar sicherlich etwas anders aus, aber ist auch eine Option, wenn ihr das nicht habt. Das zweite Stanzenset, das ich dann noch verwendet habe, sind diese Cutting und Embroidery Dies. Die hat mir jemand aus der Familie mitgebracht, weil es die bei uns noch nicht gibt. Und mir war erst gar nicht klar, ich habe das Embroidery gar nicht gelesen. Ich habe noch 2 andere Sets davon. Dass das eigentlich ja für quasi so Nähen bzw. mit Nadel und Faden hier zu arbeiten ist. Aber ich dachte mir, wir können das ja auch nutzen, nicht nur um da mit Nadel und Faden weiterzuarbeiten. Und deshalb, es geht natürlich jede andere Schmetterlingsstanze, die ihr habt. Dann habe ich mir noch die
ein Set von den neuen Metallic Watercolor Farben mitgenommen, und zwar die Blautöne. Ich hatte erst noch die Rosatöne mit im Einkaufswagen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Und ich habe diesmal dann mal nicht meinen schwarzen Tombow-Marker genommen, sondern die für die Sprenkel im Hintergrund. Meinen Spruch habe ich aus dem Set Hochbreit Kreativ von Stampin' Up. Ich mag das Set sehr gerne. Das ist ja auch kombiniert mit Slimline-Stanzen, die sehr teuer sind. Ich habe sie mir geholt. Ich mag sie auch sehr gerne, aber jetzt bei Action gibt es auch Alternativen, die deutlich günstiger sind, und von daher, ja. Aber ich mag das Set sehr gerne und hat eben tolle Sprüche für diese größeren Karten. Dann brauchen wir noch Kleber. Ich habe jetzt hier 2 mm Foampads, Klebepunkte und Flüssigkleber. Und wir brauchen einen Wassertankpinsel. Und dann habe ich wie immer meinen Wasserfeinen Clair und noch einen Acrylblock zum Stempeln des Spruches. Wie immer findet ihr das, was ich irgendwie online noch finden kann an Material, unten in der Infobox. Das sind dann Affiliate-Links, das heißt, ich kriege da einen kleinen Teil von, ohne dass ihr mehr zahlt. Und ihr könnt diese Links auch nutzen, wenn ihr bei Amazon bestellen wollt, aber nicht das Produkt bestellen wollt. Nehmt einfach irgendeinen Link und sucht das, was ihr ja, kaufen möchtet. Damit könnt ihr mich passiv unterstützen, und ja, ich danke euch, danke allen denen, die das auch nutzen. Das ist wirklich toll, es freut mich sehr. Und damit haben wir alles zusammen, um loslegen zu können. Ich werde mir jetzt als erstes den Aufleger, das Etikett nehmen und die Sprenkel in den Hintergrund setzen. Hier ist ja auch ein Wassertankpinsel mit dabei, den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, kann ich euch gar nichts zu sagen. Ich nehme mir einfach ein bisschen Wasser, und ich habe hier die quasi zweitdunkelste Farbe genommen. Einfach ein bisschen Wasser drauf machen. Dann könnt ihr das kurz anziehen lassen. Und dann ist auch egal, ob ihr da einen Wassertankpinsel nehmt. Ich habe hier halt nur noch Farbe von gestern dran, weil ich die Karte vorbereitet, als ich die Karte vorbereitet habe. Einfach ein bisschen mischen mit eurem Pinsel, und dann könnt ihr. So, da war mir eben der Akku von meinem Diktiergerät alle. Ich habe, ich weiß nicht ganz, bis wohin die Tonspur reicht. Also ich habe jetzt mir ein bisschen Farbe genommen und habe die einfach mit meinem Pinsel hier in den Hintergrund gesprenkelt, ungefähr so. Und das lassen wir jetzt einfach ein bisschen antrocknen, bis wir mit dem Rest soweit sind. Dann kommt auch schon die Stanzmaschine zum Einsatz. Und wir brauchen jetzt unsere Streifen in Vellum. Ich habe diese ungefähr 4,5 cm breit geschnitten. Damit kommt man ganz gut zurecht. Dann nehme ich mir die Stanze und positioniere die so, dass der Schmetterling komplett drauf ist und dass wir hier noch so einen kleinen Rest quasi in den Anhänger haben. Und ich zeige euch auch gleich, warum das notwendig ist. Das Vellum lässt sich tatsächlich sehr gut stanzen. Wir müssen jetzt gleich mit der Schere hier noch die Rundung reinschneiden. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Überstand, um den Schmetterling schick auszuschneiden. Und das mache ich jetzt mit den anderen 3 Vellum-Streifen auch nochmal. So sieht das denn aus, wenn man die 4 ausgestanzt hat. Ich nehme mir meine Schere und versuche jetzt einfach diesen Verlauf, die Rundung zu imitieren, um dann den Schmetterling ohne Rand zu haben. Das ist wirklich nicht schwer, und es fällt auch nicht auf, wenn das nicht perfekt ist. Also traut euch ruhig, das zu machen. Ihr bekommt einfach deutlich mehr aus eurer Stanze raus, wenn ihr den Schmetterling auch einzeln verwendet. So, fertig.
Das heißt, wir können uns jetzt unseren Aufleger nehmen und ich werde mir mal zur Vorsicht eine Stempelmatte drunter legen. Denn ich habe jetzt das ein oder andere Mal schon gemerkt, dadurch, dass der Spruch, den ich hier verwende, sehr lang ist, ist es manchmal mit dem Druck auf dem Acrylblock nicht ganz so einfach. Ich habe hier so einen langen, der ist aus einem Basic Set, das habe ich euch unten auch verlinkt. Die benutze ich tatsächlich sehr gerne, weil man eben auch Linien und Maße mit drauf hat, sowohl in Zentimeter als auch in Inch. Dann kommt da mein Versafine Clair Stempelkissen drauf. Ihr wisst ja, mein absolutes Lieblingsstempelkissen in Schwarz. Und dann gucken wir mal. Ich will den Spruch hier unten rechts. Die Matte ist jetzt ein bisschen gebogen, weil ich auf der Seite öfter mal mit dem Piker rangehe. Dann könnt ihr euch auch noch entscheiden. Ich glaube, ich möchte es so rum haben. Und dann gucken wir mal, das wird es hier einigermaßen gerade. Auch nicht zu viel Druck, aber auch nicht zu wenig. Das sieht gut aus. Hier musste ich tatsächlich ein bisschen bei dem W nacharbeiten. Ich habe mir gestern hier dieses Doodling-Set beim Action geholt. Und der feinste Stift davon, der hat 0,25 mm. Der ist wirklich super, um solche kleinen Macken auszugleichen. Also Aufleger soweit fertig. Darauf mache ich jetzt schon mal 2 mm Foam Pads. Und da ist wichtig, nicht mit den Foam Pads sparen. Ich habe die Foam Pads schon drauf, das heißt, wir können anfangen, die Karte zusammenzusetzen. Ich nehme mir als erstes meine Kartenbasis und das Motivpapier und klebe das auf die Grundkarte. Irgendwie ist die Spitze von meinem Kleber hier ein bisschen gebogen. Die Falzlinie hier oben werdet ihr wahrscheinlich im Video nicht wirklich sehen können, aber ich versuche das so gerade wie möglich hier auszurichten. Dann setze ich als nächstes den Aufleger einmal drauf. Und bevor ich hier weitermache, drehe ich mir die Karte einmal um. Ich habe nämlich dieses coole Set im Sale bei Faltkarten gefunden. Und hier gibt es ein Proudly Made by Hand. Nicht so einen Stempel mit, den hatte ich mal bei Kreativ Bunt im Adventskalender. Mit Liebe handgemacht von Michelle steht da drauf. Ich finde sowas immer ganz cool, dass die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckt, hier sind wirklich tolle Sprüche dabei. Gerade wenn ihr auch Freunde habt, die basteln oder kreativ sind, dann Stay Crafty ist natürlich total cool. Und den habe ich mir gedacht, setze ich einfach mal hinten hier mit drauf. Und ich bin jetzt mal, so gut, ich stempel den nicht vorher ab, um zu gucken, ob der schon gut stempelt, sondern wir sind einfach mal selbstbewusst und hinten drauf. Finde ich total cool. So, Karte wieder umdrehen. Die vier Schmetterlinge. Also ich mache zuerst von links nach rechts Orange, Rot, Blau, Grün. Und ihr seht schon, so passen die nicht drauf. Wir wollen denen ja auch ein bisschen Dimension geben. Das heißt, ich biege mir die einfach ein bisschen schon mal vor.
Und dann drehe ich mir die einmal um, sodass die Rückseite jetzt zu mir zeigt. Ich habe hier Klebepunkte und ihr könnt bei Vellum nie ganz vermeiden, dass ihr den Kleber durchsieht. Ich finde aber, das geht hier einigermaßen und ich setze mir einfach auf den Körper der Schmetterlinge jeweils einen Klebepunkt. Wenn ihr andere Techniken habt, die gut funktionieren, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Ich arbeite da normalerweise mit Klebepunkten. Ihr könnt euch jetzt, wenn ihr wollt, ein T-Lineal zur Hilfe nehmen. Das vielleicht auch geht vielleicht noch einfacher, wenn ihr den Aufleger noch nicht aufgeklebt habt, aber es geht gut. Findet ihr auch unten, finde ich ein super Basic, nutze ich sehr häufig. Und ich fange jeweils außen mit den Schmetterlingen an. So, wir gucken einfach mal. Ich drücke die noch nicht so fest, falls das nicht passt, kann ich dann immer noch mal die Schmetterlinge bewegen und dann setze ich die beiden in der Mitte einmal hin. Guck mir, ob das mir vom Abstand her gefällt. Der hier kann noch ein kleines Stück nach rechts und dann rutscht der auch noch ein bisschen. Das sieht ganz gut aus. Und dann drücke ich mir die einmal fest. Die sind jetzt noch beweglich, weil ich halt nur einen Klebepunkt verwendet habe. Ihr könnt natürlich auch zwei verwenden. Und dann biege ich mir die Fühler immer noch mal so hin, wie mir das gut gefällt. Dann falte ich hier einmal lang. So, ich habe mir mal mein Falzbein noch mitgeholt. Gut die Falzlinie nachziehen. Und dann ist unsere Karte fertig. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, diesmal habe ich die Streifen quer genommen. Hier sind sie hochkant. Ich muss sagen, hochkant gefällt mir fast besser tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, aber ihr könnt jetzt einfach entscheiden, welches Format des Motivpapiers euch besser gefällt, wenn ihr eins mit Richtung habt oder Streifen. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch zwei weitere Projekte. Und zwar, meine Ursprungsidee war diese Karte. Da hatte ich nämlich noch nicht die neuen Slimline-Stanzen und wollte aber eben mal ein bisschen mit dem Schmetterling experimentieren. Wenn ihr die volle Kartenbreite nehmt, seht ihr schon, habt ihr die Chance, 5 Schmetterlinge unterzubringen. Ich finde das aber mit dem Motivpapier gar nicht schlecht. Aber falls ihr auf ein bisschen was Schlichteres steht, geht natürlich auch das super. Und hier habe ich dann im Hintergrund meinen Tombow-Stift genommen. Wenn ihr die Stanze verwenden wollt, dann habe ich mal dieses kleine Beispiel hier. Da habe ich die komplette Anhängerstanze genommen, habe mir den Schmetterling dann, ich glaube, noch einmal in weiß und einmal in grünem Vellum ausgestanzt und ausgeschnitten, so wie wir das hier auch gerade bei der Karte gemacht haben. Der Schmetterling ist aus einem Stampin' Up Set, habe noch ein bisschen Restpapier genommen und das mit drauf gesetzt, einen weißen Aufleger, die Ecken abgerundet und ja, ein bisschen Band dran gemacht. Und dann könnt ihr damit auch super Geschenkanhänger machen, weil das ist ja der eigentliche Sinn dieses Sets, dass ihr damit eben das Ganze an Geschenke anhängt.
Ja, das ist oder sind meine Ideen für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Variante euch mit dem Motivpapier besser gefällt. Gebt dem Video mit einem Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Zurzeit kommen noch 2 Videos die Woche. Ich freue mich schon total auf das Finale der Osterwochen. Das Projekt mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und ja, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.